Herzlich willkommen zurück zu Venya. Ich habe schon mal hier Spiel fortsetzen geklickt. Das wird der letzte Part sein von dem kleinen Test hier. Denn so viel Spaß macht mir das Spiel jetzt nicht. Aber ein Part wollte ich noch machen. Wisst ihr, wo wir hier sind? Ah, ne. Oh, ah doch. Hier waren wir doch letztes Mal schon, oder? Ich glaube schon. Jetzt habe ich mich hier schlafen gelegt und das war's dann. Zusammen mit der Musik. Genau. Oh nee. Muss ich da gleich noch dieses Höllen. Ach nee, hier waren wir noch nicht, glaube ich. Stimmt. Stimmt. Die Ruine. Und hopp. Ist er ganz drüber gesprungen. Ja, hier ist nichts. Oh Gott, ich hab's noch irgendwie geschafft. So, hier lassen wir uns auch noch eben hier ein bisschen Geduld. So, oh, ich hätte auch, glaube ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Hör auf, Pflanze, bitte. So. Sehr gut. Es geht jetzt nach unten, oder was? Nee. Ach so, da war so ein Feld. Das habe ich natürlich. Oh Gott, das war aber echt knapp, glaube ich. So, puh. Puh, puh, puh. Hier haben wir noch eine Spinne. Ich würde gern warten, bis sie sich umgedreht hat. Hat sie gemacht. Und dann gehen wir hier raus. Ach, das. Nee, das war nicht das Level. Oh. Oh nee, jetzt muss ich wieder dieses A-Knopf drücken. Warte, ich probier mal was. Was bringt es denn hier oben zu sein? Okay, hier haben wir dieses Ding. Okay, ich verstehe. Ah, hier sind Luftströme. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Oh, oh mein Gott. Okay, ich verstehe. So. Oh mein Gott. Oh nee, da konnte ich nicht allzu schnell. Oh Scheiße. Oh nein. Oh Gott. Junge. Boah, das ist ja mega schwer. Ach gut, geschafft. Oh mein Gott. Ja, hier, ach so, da waren Stacheln, habe ich nicht gesehen. Ach so, da waren Stacheln. Alter, dieses Spiel. Oh Gott. Oh. Ah, okay, ich verstehe. So. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Boah, das war schon eine schwitzige Angelegenheit, ey. Ah. Ah, hört sich gut an. Boah, meine Hände schwitzen schon wieder, ey. Also bei Venya schwitzen meine Hände immer echt total. Okay, eine Spinne. Hopp, haben wir geschafft. Oh Gott. Glück gehabt.
So. Sieh denn irgendwas? Wenn ja, stimmt das Verhalten des Sohnes der Energie nicht zu. Das ist nicht, was er erhofft hat. Wenn ja, verließ den Sohn der Energie und die Elfen. Oh, okay. Okay, hier kann man wieder drei Sachen sammeln. Sehr interessant auf jeden Fall. Und geschafft. Sehr gut. So, du gehst also da runter, okay. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich fahre doch noch mal eine Runde. Oh mein Gott. Und jetzt? Nein! Okay, da war ich noch mal eine Runde. Oh, ich wollte nicht zurückspringen, sorry. Okay, das habe ich mir selbst zu schreiben. Ulala, das ist aber hier schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Oh ne. Ach Gott. Nein! Zu früh! Zu früh! Ach, was mache ich denn da? Ich weiß es gerade selbst nicht. Oh Gott. Ich dachte, ich will es treffen. So. Jetzt. Jetzt mit der Ruhe. Ach so. Was ist das denn, hey? Ach so, um das da oben zu bekommen. Okay, ich verstehe. Habe ich jetzt nicht bekommen. Ist nicht schlimm. Ja, ich habe mich gerade nicht getraut. Ich muss mal eben kurz meine Hand schütteln. Die schläft nämlich gerade ein. Immer bei Evenja. Oder bei Jump'n'Runs. Ach Gott. Oh mein Gott, ey. Ich hab's. Oh, Alter, Schwede, ist das hier eine Arbeit. So. Und hier rüber. Super. Ach so, hier ist ein Schalter. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Versteckte Belohnung. Ah, super, super. Hand, wach bitte wieder auf. Oh, ich kann ja gar nicht schwimmen, habe ich vergessen. Hopp, rüber. Checkpoint. So. Hier muss ich mal genauer gucken. Okay, schaffe ich. X-Geschichte. Die von der Wut verursachte Katastrophe erschütterte zwei. Die sterbende Energiewelt kann diesen Einschlag nicht mehr standhalten. Zahlreiche Energiekreaturen strömen in die Welt der Materie. Sie versteckten sich in den tiefen Bergen und suchen nach Sicherheit. Aber die Katastrophe steht immer vor der Tür. Oh, die armen kleinen komischen Dinger. Oh Gott. Das war fast was? Drücken Sie bleiben.
Ah. Okay, irgendwelche Portale. Interessant. Wie hier denn? 30 Sekunden Zeit schon wieder nur. Oh mein Gott. Gut, gut, gut. Okay. Nee, nee, danke, tschüss. Schaffe ich eh nicht. Ich kenne mich leider, Leute. Ich schaff das eigentlich, aber lieber offscreen schaffe ich das. Oder gar nicht. Wir gehen weiter. So, was ist das jetzt hier? Oh Gott. Die gehen da unten. Ach, da war ein Dings. Habe ich nicht gesehen. So, ich drücke hier mal direkt das hier, ne? Weil unten habe ich schon die Wand gesehen. Ich bin so schlau, auf jeden Fall. Jetzt mache ich mal so. Okay. Es geht nach unten. Okay. So, hier gucken wir mal ganz kurz. Super, gut gemacht, Moritz. Gut gemacht. So, hier können wir einfach rüber schwimmen. Okay, da ist eine Spinne. Die haben wir aber auch. Perfekt. Da haben wir das. Okay. Gut, das war auch kein Problem. Das hier könnte jetzt etwas schwerer werden. Ah, ne. Es ging fast. Ah, gut. Gut, gut, gut. Gut gemacht. So, hier können wir rüberfliegen. Wieso sind. Achso, da oben ist sowas. Nee, nee, da will ich eigentlich gar nicht hin. Ja, perfekt. Yeah, B. B bekommen. Oh, es läuft heute, ne? Heute läuft's richtig. Heute läuft's richtig. So, haben wir hier nochmal Geschichte, weil sonst war's das mit dem Part. Guck mal. Nee. Und drüber. Ja, cool, ich bin hier stehen geblieben. Okay, Leute, das war's mit diesem Part von Wenn ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zum Hauptmenü. Ist ein relativ schönes Spiel. Ah, ja. Hat eine leichte Herausforderung. Ist jetzt nicht ultra schwer, also bis jetzt nicht. Ne? Kauft es euch, wenn ihr es wollt. Ist gerade im Angebot im Switch Store, also im eShop Store. Ich habe das Spiel für die Switch gespielt. Gibt es aber auch für die Xbox und für den PC, glaube ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Animal Crossing. Und wir gucken da mal am Dienstag, ne? Donnerstag oder so, ob wir vielleicht hier eine kleine Perle finden im eShop. Ich hätte vielleicht auch Lust auf One Piece. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Gibt es nämlich auch. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.